So, hier sind wir wieder in Ditchwater und der Anno-Faktor hat mich voll im Griff. Ich hatte nach der letzten Episode hab ich überlegt, okay, spiele ich jetzt etwas anderes, nehme ich jetzt was anderes auf? Und dann dachte ich, ja, nee, aber eigentlich jetzt will ich mir jetzt noch überlegen, wo baue ich denn jetzt zum Beispiel die Kirche hin? Und ja, beginne ich jetzt schon mit der Würstchenproduktion oder lasse ich das lieber sein? Wie sieht's aus mit der anderen Insel? Wie komme ich jetzt schnellstmöglich in die Stahlträger? Baue ich jetzt irgendwie meine Bevölkerung jetzt nochmal weiter aus? Was mache ich als erstes? Was mache ich als nächstes? Und es ist einfach nur geil. Und auch hier sehe ich jetzt schon wieder, ich habe zwar jetzt auch nur kurz Zeit eingeplant, um es zu spielen, aber ich sehe mich, glaube ich, jetzt auch schon wieder eigentlich komplett ja, am Anno-Daddeln. Ich werde hier eine Kirche hinbauen. Ich glaube, ich packe sie auch tatsächlich so ein bisschen fast schon klischeehaft in die Mitte hier. Das heißt, ich mache hier schon mal im Blaupausenmodus. Das Schöne ist, ich bräuchte ihn jetzt nicht, weil ich jetzt einfach gar nicht die Mittel dazu habe. Aber ich kann auch einfach trotzdem switchen in den Blaupausenmodus und kann dann einfach auch das Ganze wirklich so in die Blaupause, in den Blaupausenmodus schon hinsetzen, wie ich das möchte. Was ich schon sehr, sehr geil finde. Ich packe sie mal nicht ganz in die Mitte, ich packe sie hier hin. Weil auch hier wird nochmal Wohngebiet dazukommen. Muss nur gucken, will gucken, dass ich die Industrie ein bisschen fernhalte von den Wohngebieten, gerade dann, wenn es halt eben brennt, dass ich da dann nicht auch in die Bredouille komme. Vor allem für die Kirche brauche ich, das ist ein bisschen doof, dass ich das jetzt hier nicht sehe. Es wäre gut, wenn man das gleich hier sehen würde, was man braucht. 25 Ziegel, das wird ein bisschen dauern. Zum Glück könnt ihr hier direkt ins Lager hier abliefern. Und dann sind die Wege nicht so, so groß. Was mich ein bisschen wundert, ist auch, ich hatte vorhin schon die Kapazität von 75. Habe jetzt hier noch ein Lagerhaus hingebaut. Ich sehe bei denen ja keine Kapazität. Habe aber auch unten keine Veränderung der Kapazität gesehen. Ich dachte, da gäbe es eine Gesamtkapazitätserweiterung, aber das ist nicht. So, fehlende Ausbaukosten. Was bräuchte ich hier? 10 Bretter, 15 Ziegel, dann könnte ich den Hafen ausbauen. Das hat Vorrang vor der Kirche, aber eindeutig. So, Reserve an Arbeitskraft. Sind alle beschäftigt. Ja, das ist die leben links. Und hier die normale Arbeitskraft haben wir 26. Das heißt, ich kann noch zwei Arbeiterhäuser ausbauen. Beziehungsweise, dann gehen wir mal hin. Gucken jetzt, erweitern jetzt mal ein bisschen unser. Unsere Bevölkerung. So, Unterhalt sind wir jetzt wieder ein bisschen minus. Wird sich aber bald ändern. So, hier lassen wir ein bisschen Platz zwischen. So, hier wird eine Straße hinkommen. Ganze verschönern wir jetzt an der Stelle auch mal ein bisschen. Freue mich schon auf weitere Ornamente. Hier Ubisoft Club Ornamente, da muss ich mal gucken, ob ich die mit Ubi Points freischalten kann. Dann würde ich das nämlich natürlich auch machen. Kaufen würde ich jetzt nicht, aber zumindest mal mit Ubi Points. So, noch Bretter von den Ruinen. Da dürften noch bestimmt noch eine Menge mehr sein. Hier Bäckereiruine. Hier haben wir noch verlassene Schmiede. Hier haben wir noch was, hier haben wir noch was. Jetzt können wir alles brauchen. So, wie sieht es eigentlich mit der Segelproduktion aus? So, eigentlich ganz gut, ne? Wo bleibt mein Segeltuch? Nichts, was du tust, wird die dunklen Wolken. Das haben sie gut verwoben, sodass er dann immer Forderungen stellt und wir dann gezwungen sind, bestimmte Dinge zu erlernen und zu bauen. Du hast seit dem Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. Was, nehmen Sie ein Schiff und retten Sie Gruppe von Schiffsbrüchigen aus dem Wrack des Gefangenentransporters? Ja, super. Machen wir das. Ich habe die Handelsflotte sofort wieder. Spielstand gespeichert. So, ist das Schiff unterwegs. Jetzt sind wir noch auf Patrouille angezeigt.
Bin nicht sicher, ob ich jetzt mit links klicke oder mit rechts klicke. Das ist rechts klick. Dann muss die Patrouille mal abbrechen. Bist du dahin unterwegs oder nicht? Ja. Sieht gut aus. Auf Onkel Edward warten wir noch. So, Arbeitskraft. Wollen wir mehr? Ah, ich bin immer im Blaupausenmodus. Hab mich gerade gewundert, warum die nicht gebaut werden. Von hier aus. Will ich direkt ausbauen, das wollen wir nicht. Sie haben doch keine Ahnung. Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht, ob ich nicht mehrere auch irgendwie markieren kann. Das sieht nicht so aus. Ja, um sie dann einfach auszubauen, aber wenn ich dann jetzt überlege, ich würde eine ganze Stadt planen mit einem Blaupausenmodus, muss ich trotzdem jedes einzelne Gebäude anklicken. So, Segel werden hier. So, das können wir hier auch zum Verkauf stellen. Verkaufen. Ein bisschen mehr Einkommen machen. So, Ziegel verkaufen wir auf gar keinen Fall erstmal. So, was macht das Schiff? Nimmt er nicht mehr auf? Doch, jetzt. Schön ist auch das Logo drauf, dass ich. Ne, ist nicht das Logo drauf, was ich am Anfang gewählt habe. Ey, was soll das? Gerettet. So. Und nun bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit. So, Herr Sterling dankt Ihnen, aber fangen weitere Schutzgarantien. Die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Der Mann ist ein Betrüger. Ein Brief. Er trägt Edwards Siegel. Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Öffnet sie das versiegelte Dokument auf ihrem Schiff oder bringt sie Edwards politisch Gefangene zu Eli Bleakworth? Nö, wir öffnen das. Den Brief. Er birgt ein Geheimnis, jede Wette. So sehr wir Onkel Edward auch verabschieden. Jetzt habe ich ihn über Bord geworfen. Es wäre unmöglich, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Spielstand gespeichert. Jetzt halt kam halt auch die Schwester dazu, ne? Jetzt bin ich mir unsicher. Ehrlich gesagt, ja, öffnen wir das Ding. Aber dann wird er uns die Schulden erlassen. Ich weiß es nicht. Na gut, machen wir das. Schließlich haben wir noch unsere Schwester. Wenn wir allein entscheiden würden, würde ich das nicht machen. Aber jetzt in dem Fall tun wir das. Ganz nett. Obwohl der Sand etwas zu gelb ist. So, kann man das schon ausbauen jetzt? Ja. So. Ich denke, das ist super wichtig. Jetzt haben wir hier verdoppelte Ladekapazität, Lagerkapazität. Wäre die gut. Ich könnte noch eigentlich hier die, das Lehmvorkommen von hier brauchen. Ich werde hier dann noch ein Lager hinbauen. Hier haben wir noch, auch noch mal ein Lehmvorkommen. Ich habe aber nicht mehr genügend Arbeiter. So, da haben wir jetzt aber auch genügend die Reserve gemacht. Das wahre Glück auf Erden. So, da haben wir jetzt ein bisschen was.
Server sieht noch gut aus. Bauen wir noch weiter aus. Ah, okay, das können wir auch mehrfach selektieren. Also einfach durchklicken dann. Gut, wieder was gelernt. So, dann habe ich aber massig Zeug, was ich noch einsammeln muss. Zementvorkommen. Okay. Dann haben wir das, was wir brauchen. Das Ding müssen wir auseinandernehmen. Tot oder lebendig? Mir diese Sünder zu überantworten, macht sie noch lange nicht zum Engel. Ich weiß alles über ihre Familie. Endlich nimmst du Vernunft an. Ich vermute, ich muss dann wohl Sir Archibald davon berichten, dass du deinen Verpflichtungen nachgekommen bist. Ja, tu das, Bruderherz. Schuldenfrei. Genau das, was ich hören wollte. Hier, ein prächtiges Patent zu Ihrer Verfügung. Ich bin so erleichtert, dass unsere Rechtmäßigkeit nicht länger in Frage steht. In der Ware? Und nicht genug Wolle rein? Warum nicht? Perché? Unter 30% Produktion. Wir werden beobachtet. Oh, für die Kirche brauche ich 25. Vielleicht wäre es jetzt mal allmählich sinnvoll, Würstchen zu produzieren. Aber ich brauche auch mehr Arbeiter. So, heißt, hier bauen wir auch nochmal aus. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Ziegelproduktion. Ich brauche ein bisschen mehr. Was mache ich in der Lehmgrube dran? Straße. Spielstand gespeichert. Der Unrat im Wege, ist das? Wüste des Wirtshaus. So, ab jetzt können wir eine Segelschiffwerft bauen, das ist natürlich auch schon mal schön. Ich werde später hier noch Kaimauern hinpflastern, Geschütztürme für den Fall der Fälle. Die Kirche ausbauen. Dann die Zinkvorkommen, Zementvorkommen erschließen. Und dann erstmal gucken, dass die Wirtschaft floriert. Das Schöne ist, wir machen jetzt auch Plus. So, später vielleicht noch einen zweiten Marktplatz, je nachdem. Aber ich glaube, wir sind aktuell noch sehr zufrieden. Direkt durch. Kein Lager aus Reichweite. Wo sollen wir den ganzen Kram hinbringen? Ah, die Lager aus Reichweite ist halt echt gering. Laderampen plus 1 wäre schön, wenn man damit den Einflussbereich des Lagerhauses erhöhen könnte. Sieht aber nicht so aus. So, bauen wir auf jeden Fall nochmal eine zweite Ziegelei hin. Oh, Arbeiter, mir fehlen noch Arbeiter. Einer geht noch. Aber genügend Arbeiter, wobei ich glaube jetzt durch die Ziegelei. Da ziehen sie auch nochmal gut Arbeiter ab, das heißt ein bisschen mehr Wohngebiet. Mehr Wohnraum verfügbar machen. Na, bleib nicht da. Oh, Bretter nehmen allmählich ab.
warum eigentlich? Ich habe viel gebaut jetzt. Sie schuften. So, Lagerhaus. 10 Brettchen. Mal gucken, hier haben wir das Zementding, hier haben wir das. Vielleicht reicht das dann. Ich weiß ja nie, ob das jetzt wirklich von der Positionierung her so passt. Ich sehe keinen wirklichen Einflussbereich. Also ich weiß nicht, ob das, was mir jetzt da mit diesen Gittern angezeigt wird, noch irgendwie einen Einflussbereich darstellen soll. Brauche ich die Kirche, was brauchen wir noch? Was fehlt da? Na gut, Arbeiter. Und die Stadt wächst. So, wie zufrieden sind die eigentlich? Nicht so sehr zufrieden. Kein Wirtshaus. Oh, pflanzen wir wieder noch ein Wirtshaus hin. Das sollen wir hier direkt neben die Kirche machen. Was ist da los? Bewohner ziehen aus. Nicht mehr lange. Jetzt sind wir auch zufrieden. So, hier fehlen uns immer noch mehr Arbeiter. Wir haben ja plus 20 hier in die 0. So. Spielstand gespeichert. Ist ja geil, wie sich die Stadt entwickelt. Nein. Wow, wow. Ja, gleich Feuerwehr mobilisieren. Ach du Scheiße. Martine. Nichts gut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Feuerwehr hier unten hinbaue, je nachdem. Das letzte Mal haben sie geschafft, 2 Gebäude zu löschen. Da wären jetzt vielleicht. Und ich habe jetzt ja immer mehr Ziegel. Die Überlegung, da Pflasterstraßen zu bauen. Direkt halt von der Feuerwehr runter. In den zentralen Bereichen auch. Aber gucken wir mal, vielleicht schaffen wir es. Es brennen schon 3 Gebäude. Ach du Scheiße. Macht mal hin, ne? Überlassen Sie es nicht den Flammen. Ja. Mal hin, ne? Sie brennt dann auch noch gut. So, ich glaube, das ist. Ah, und da schlagen die Flammen über. Ach du Scheiße. Böse. Es steht halt auch noch nicht so, deswegen. So. Bildet mutige Feuerwehrleute aus, ja. Dann können die sich eben später dann um den Bereich da oben kümmern, die da unten. Ich hoffe, dass das System klug genug ist. Ja, aber gut, sie schaffen es. Also wir haben jetzt die Brände gelöscht. Schön ist, wir müssen uns nicht dann um Reparaturen kümmern. Ja, aufgrund der Gebäudedichte. Muss man halt auch bedenken, aber ich meine, gut, wenn man halt gut Feuerwehr am Start hat, dann passt das. So, jetzt wird noch ausgebaut. Arbeiter haben wir auch.
So, jetzt kann ich die Kirche bauen. Zack. Was ist der Einfluss auf die Kultur? Ne, nur die Ornamente. Ändert aber nichts. So, Unorte. Oh, haben wir noch Ruinen? Brauchen wir noch Ruinen? Wo haben wir noch? Hier haben wir noch Ruinen. Sind wir hier knapp. Ganz knapp einer Katastrophe entgangen. Einfach nur spektakulärer klingt. Gute Arbeit, Leute, gute Arbeit. So, wie zufrieden seid ihr denn hier? Ja, die sind hier ganz zufrieden eigentlich. Klicken und Verbrauch zu verbieten? Natürlich nicht. Versorgung verschlechtert sich, ja, die trinken jetzt gut was weg. Aber wird er noch ausreichend produziert? So, unterhaltstechnisch. Da tut sich was. Und zwar in eine eher unschöne Richtung, aber gut. Also die Kirche gilt als Dienstleistung. So, jetzt haben wir Arbeiter. Jetzt können wir nämlich auch hingehen und hier mal uns auch ein bisschen um Schweinezucht und sowas kümmern. Würstchenverarbeitung, das machen wir vielleicht hier in dem Bereich. Schweinezucht. Nur 30 Bauern. Attraktivität sinkt. Okay, dann machen wir es ein bisschen weiter weg, dass die Leute nicht mit Schweinen belästigt werden. Da, und Verwurstung findet hier statt. So. Einige Felder könnten helfen. Ja. Wir stecken hier viel Herzblut rein. So, Schweine packen wir doch gleich direkt hier. Was brauchen wir denn? 5? Sehr geil. Da haben wir unsere Schweine-Mastfarm. Viel zu wenige. Ja, das sehe ich. Dann kümmern wir uns drum. Zu geil einfach. Gott, freue ich mich aufs freie Spiel. Das ist ein richtig geiles Spiel, finde ich, macht aus, wenn man sich im Spiel noch auf andere Inhalte des Spieles freut, während man sich während dem Spielen freut, dass man das gerade spielt. Das ist auch hier eindeutig der Fall. So, hier haben wir noch mehr Ruinen. Wunderbar, hier kann man einsammeln. Ah. Das stellt mich echt zufrieden, das ist immer eine wunderbare Sache. Ich würde echt gerne sehen, wie hoch der Einflussbereich ist, aber ich kann im Grunde genommen, bisher wüsste ich jetzt nur, ich kann halt nur über die Zufriedenheit hingehen und gucken, fehlt ihnen irgendwas? Aber bisher können sie sich alles einsammeln, was sie so brauchen, da holen. Von daher, ja, muss ich erstmal so damit leben. Ein schönes Örtchen. Was ist denn los? Die kommen doch gleich. Die kommen. Straße ist dran. So, Produktion läuft an. Fehlen aber noch Arbeiter. Brauchen wir noch ein Häuschen. Ja, Schiffswerft machen wir noch. Nur nicht jetzt. So, was ist mit dem Wachstum? Das dauert ein bisschen. Fisch. Ich meine, wenn ich der Fisch ein wenig zerneige. So, dann verringern wir das Handelslimit. Weil ich denke, jetzt dann durch Schweine wird man natürlich auch nahrungstechnisch dann auch noch mal einiges tun. Ich werde noch irgendwann Brot herstellen lassen. Dann entsprechende Felder bauen.
Da noch Bier. Bier muss es natürlich sein. Ein Land, so. Und ja, dann denke ich, dass wir uns dann wieder mehr um Ausbau kümmern müssen. Das sind natürlich wieder hohe Ausgaben, aber das wird sich jetzt relativieren auf Dauer. So, das Stadtzentrum bauen wir weiter aus. So, neue Gebäude wurden freigeschaltet. Finde ich auch sehr schön. Am Anfang hat es mich ein bisschen gestört, dass es hier die drei Reiter gibt, aber ich finde es sehr gut. Man kann sogar filtern. Super praktisch und ja, man kann da sich einfach dann noch einmal mehr geben. Und jetzt haben wir hier nämlich auch Kanonen. Seife können wir ja herstellen. Hier, Schweinezucht, Basenmeisterei und dann die Siederei. Und ich denke, Seife ist bestimmt ein gutes Handelsgut. Sehr, sehr geil. Freue mich schon drauf. Jetzt haben wir hier noch mehr Arbeiter. Ich werde jetzt die Episode beenden. Werde das Spiel auch beenden. Ich versuche es. Und ich weiß jetzt schon, ich werde aber darüber nachdenken, während ich mich im echten Leben hier rumtummle. Was mache ich jetzt als nächstes? Und wie baue ich mein Städtchen weiter aus? Ja. Das und vieles weitere dann beim nächsten Mal, in der nächsten Episode zu Anno 1800. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns.